Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem Sommergottesdienst. Heute der erste, der schon oder erst, je nachdem, in welchem Gottesdienst ihr vorher wart, um 10.30 Uhr startet. Es ist schön, euch alle zu sehen. Einige von euch sind ja schon über eineinhalb Stunden hier, weil sie irgendwas mit der Zeit vercheckt haben. Die haben schon seit 9 Uhr morgens schon gebetet und waren spazieren um das christliche Zentrum herum. Einige von denen haben sich auch gedacht, oh, ich habe schon so viel gebetet und schon so viel Bibel gelesen, ich bin hier schon mal heim und mache schon meinen Sonntagsbraten fertig. Es ist richtig schön, dass ich eure Gesichter sehen darf, eure strahlenden, freudigen Gesichter. Einige haben schon gesagt, die sind im Urlaub und genießen Mallorca oder auch Teneriffa. Einige sind auch schon auf dem Weg zum Bundescamp und einige fahren auch noch zum Bundescamp, wo ja Tausende von Menschen, Tausende von Rangern sein werden. Es ist richtig schön, an diesem Sonntag Zeit mit Gott zu verbringen. Vorgestern habe ich gelesen einen Psalm. Einen Psalm, den viele von euch kennen. Manchmal denkt man so, oh, den habe ich schon so oft gehört. Aber dieser Psalm, der hat mich bereit gemacht für den Tag und auch für die Tage. Der hat mir nämlich gesagt, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zu frischem Wasser. Wer würde jetzt gern frisches Wasser um sich herum haben? Oh, ich auch. Richtig schönes frisches Wasser. Das ist doch mal ein Psalm, wo Gott sich was auch gedacht hat. Und auch David. Einige von euch denken sich, Hirte? Was ist denn das? Hier in Zuffenhausen haben wir nicht so viele Hirten. Man kennt es vielleicht aus dem Fernsehen. Das sind Menschen, die sich um ihre Schafe kümmern. So einen Gott haben wir. Einer, wo wir wissen dürfen, er sieht uns. Jedes einzelne Schaf. Mäh. Denken wir vielleicht jetzt, wir sind keine Schafe, sondern wir sind Menschen. Wir sind Menschen, seine Kinder, Töchter und Söhne. Er sieht uns und versorgt uns. Und entweder können wir sagen, dieser Psalm 23, befiehl dem Herrn deine Wege, der gilt für unsere Situation, der gilt für unsere Probleme, dass Gott uns versorgt, der gilt auch in unseren Zeiten, wo es uns auch nicht so gut geht. Also dass wir diesen Slogan über unsere Zweifel setzen, über unsere Lebensfragen und sagen, ja, ich glaube daran, dass Gott mein Hirte ist, dass er mein Leben kennt, einen Plan für mich hat. Oder die Alternative wäre, dass wir sagen, okay, mein Leben ist so trostlos, so verzweifelt, ich lasse es einfach, ich setze mich in die Ecke und hänge da ab. Die beiden Alternativen, die haben wir jetzt gerade, vielleicht habt ihr noch eine dritte, einen Plan C, aber das ist etwas, was mir in den letzten Tagen geholfen hat. Und eine kurze Story noch dazu, wie Gott mich versorgt hat. Vor 2 Wochen war mein Fahrrad kaputt, da musste ich mit der S-Bahn heimfahren um 22 Uhr abends und ich dachte, ich habe keinen Bock, oh, so spät und es dauert immer über eine Stunde. Mit dem Fahrrad bin ich eine halbe Stunde zu Hause, in Fellbach wohne ich gerade. Und dann fuhr ich zum Bahnhof, ich bin zum Bahnhof gegangen, weil ich ja mit der S-Bahn fuhr. Leider gibt es keine S-Bahn vom christlichen Zentrum zum Zuffenhauser Bahnhof, noch nicht. Und auf einmal war da ein Mann von einem Lieferunternehmen im Fahrrad. Und ich dachte, oh, den spreche ich an, weil ich will immer schon mal wissen, also ich bin mega neugierig und ich will immer wissen, wie ist der Job so, den er gerade ausführt. Und ich fragte ihn so, hey, oh, du hast bestimmt voll den anstrengenden Job, fährst ja den ganzen Tag Fahrrad von Person zu Person, machst Menschen glücklich und versorgst sie mit Essen. Und er hat nichts verstanden, dann dachte ich, hä? Und dann habe ich gemerkt, okay, er spricht Englisch. Dann habe ich das Ganze nochmal auf Englisch versucht, hat wieder nicht geantwortet, aber was er mir erzählt hat, ist, er hat mir erzählt, wie hart es ihm in seinem Leben gerade geht. Er hat mir erzählt, dass er sich erst vor ein paar Jahren von seiner Frau trennen musste. Er hat mir erzählt, was für eine harte Situation ihm in den letzten Wochen, Monaten begegnet sind. Und dann sind wir beide in den Zug eingestiegen, er mit dem Fahrrad und ich ohne Fahrrad. Und dann hat Gott mir diesen Mann geschenkt. Ich habe zwar nicht meine Frage für meine Lieferdienstinformationen erfahren, aber ich durfte im Zug für ihn beten. Ich durfte ihm die Hände auflegen und die ganzen Leute um mich herum haben gedacht, was ist denn das für ein Freak? Und ich durfte für ihn beten.
Und ich durfte Gutes über sein Leben aussprechen. Er hat sogar eine Verbindung mit Gott. Er hat an Gott geglaubt und hat gesagt, ja, ich glaube daran, auch wenn es mir so verzweifelt geht. Weil wir beide gemerkt haben, so ein Kribbeln im Körper, dass Gott hier gerade gegenwärtig ist. Danach hat er das Gleiche für mich gemacht. Wir waren am Bahnhof, Hauptbahnhof angekommen. Ich muss nach Fellbach weiter und er ist nach Leinfelden gefahren. Und das sind so Situationen, wo ich merke, Gott ist da. Wir müssen bloß sensibel sein, unsere Augen aufmachen, unsere Ohren, manchmal auch unseren Mund. Wir kriegen zwar dann nicht die Antwort, die wir wollen, aber eine viel bessere. Und das wollte ich heute aussprechen, an diesem Morgen. Und deswegen wollen wir jetzt auch singen. Unser erstes Lied ist Das glaube ich. Glaubt ihr das? Und wenn ihr bereit seid, dann lasst uns gemeinsam aufstehen, weil es ist viel besser, im Stehen zu singen. Und lasst uns mal unserem Körper zeigen, dass wir heute hier sind, gegenwärtig. Guten Morgen alle miteinander. Schön, so viele fröhliche Gesichter heute Morgen zu sehen. Ja, es war interessant letzten Sonntag, als ich die Predigt hörte von Jonathan. Und ich hatte mich ja schon für diesen Sonntag da vorbereitet und es war interessant, dass Jonathan seine Predigt auch in so eine Richtung ging, in der meine Predigt heute geht. Ich bin dankbar, wie der Heilige Geist uns führt und leitet. Überschrieben ist meine Predigt auch mit dem Titel Führung. Ich möchte da zwei Worte aus Psalm dazu lesen. Psalm 18, Vers 31a, ein ganz kurzes Wort. Gottes Wege sind vollkommen. Wow, eigentlich, da steckt ungeheuer viel dahinter. Gottes Wege sind vollkommen. Bloß ein paar Worte, aber eine ganz gewaltige Aussage. Dann ein weiteres Wort aus Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Welch eine gewaltige Zusage unseres Gottes. Ja, es geht mir heute in meiner Predigt um göttliche Führung. Gott hat ja einen Plan. Einen Plan für jeden von uns, ganz persönlich und individuell. Die Frage ist nur, kann Gott seinen Plan für unser Leben durchführen? Oder wollen wir unsere eigenen Wege gehen? Sind wir bereit, auf die Anweisungen Gottes zu hören? Wege, die Gott führt, die sind mit Sicherheit oft keine einfachen Wege. Ich habe das auch in meinem Leben wirklich immer wieder erfahren. Ja, ich habe mit 12 Jahren durfte ich Jesus finden und es sind jetzt 63 Jahre her, eine lange Zeit. Und ich habe wirklich Jesus immer wieder erlebt und erfahren, er ist in Höhen und Tiefen meines Lebens immer bei mir gewesen. Ja, ich möchte heute eigentlich am Beispiel des Moses diese Führungen Gottes näher beleuchten. Es war ja so, durch Josef kamen ja damals die Israeliten nach Ägypten. Und aus einem kleinen Nomadenstamm wurden in 430 Jahren ein Volk von 1,5 Millionen Menschen circa. Die Angst natürlich der Ägypter war groß. Der nun regierende Pharao, der hatte Bedenken, dass dieses Volk einmal vielleicht einen Aufstand machen könnte und die Herrschaft in Ägypten an sich reißen könnte. Er ließ Gesetze, die das Volk Israel zu Zwangsarbeitern für die Ägypter machte und darüber hinaus noch ein Gesetz zur Vernichtung der männlichen Säuglinge, um den weiteren Wachstum einfach dieses Volkes einzudämmen. Ja, und natürlich viele Israeliten dachten in dieser Situation, unser Gott, der hat uns verlassen. Aber Gott ersah die Not seines Volkes und ein Ausweg war schon längst geplant von ihm. Das Volk, es zitterte noch unter den Schlägen der Ägypter. Da war der Mann, der das Volk aus der Knechtschaft herausführen sollte, schon geboren. Wir wissen es, Mose. Ja, Jahrzehnte waren das Volk nun in der Knechtschaft. Sicher hatten die meisten schon den Gedanken aufgegeben, dass sich daran noch irgendwann irgendwas ändern könnte. Doch wie gesagt, die Vorbereitungen Gottes, die waren schon längst im Gang. Aber geht es uns nicht oft auch manchmal
genauso. Wir beten um irgendetwas, vielleicht schon jahrelang, und es tut sich nichts. Es verändert sich scheinbar gar nichts. Du betest vielleicht schon jahrelang um die Errettung eines Angehörigen, eines Freundes. Gib nicht auf. Gott erarbeitet oft im Verborgenen. Und ich kenne auch viele Beispiele von Menschen, für die oft jahrzehntelang gebetet wurde und sich dann doch noch für Jesus entschieden haben, zu Jesus fanden. Solange ein Mensch lebt, hat er die Chance, zu Jesus zu finden. Geben wir nicht vorschnell auf. Und Gott plant die Rettung nicht nur einzelner Menschen, er schafft auch Veränderungen für ganze Völker. Denken wir an unsere eigene Geschichte. Denken wir zurück an das Wunder, der Fall der Mauer. Einige Wochen vorher sagte Herr Honecker noch, dass die Mauer noch 1000 Jahre stehen wird. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Und sicher haben auch damals viele Christen in der DDR nicht gedacht, dass sich das alles so schnell und ohne Blutvergießen verändern würde. Da gibt es ja auch einen treffenden Liedtext. Seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben. Ihre Reiche sind in Trümmer. Ihre Münzen gelten nimmer, ihr Gesetz gilt längst nicht mehr. Doch Jesu Name und sein Reich bleibt ewig bestehen. Ja, Gott plant oft für uns im Verborgenen, vielleicht auch heute, so wie damals auch mit Mose. Mose wird hineingeboren eigentlich in chaotische Umstände, ein Todeskandidat eigentlich. Doch Gott erwacht über sein Leben. Er wird gerettet, wir kennen die Geschichte, nicht irgendwo versteckt. Gott gibt seiner Mutter die Idee mit der Aussetzung auf dem Nil. Alles ist genau geplant, nicht von der Mutter, von Gott. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Die Tochter des Pharaos findet ihn, er wird wiederum seiner Mutter übergeben und später erhält er eine Erziehung im Palast. Aber durch die Beziehung zu seiner Mutter weiß er, woher er kommt. Mose erhält eine vorzügliche Ausbildung, ja, könnte sagen eine äußerliche, verstandesgemäße, die weltliche Seite, um das so auszudrücken. Durch den Aufenthalt im Palast bekommt Mose den notwendigen Einblick in den ägyptischen Staatsapparat. Er wird nun ein wirklich intimer Kenner der Verhältnisse bei Hofe. Gott bereitet ihn durch diesen Aufenthalt bei Pharao für seine künftigen Aufgaben vor. Ja, ich denke auch, eine sogenannte, wie gesagt, weltliche Ausbildung ist sehr wichtig. Oft auch für solche Menschen, die irgendwann vielleicht einmal die Absicht haben, Gott ja, mit ihrem ganzen Leben vollzeitlich zu dienen. Gerade in der Missionsarbeit, in der heutigen Zeit, werden viele Spezialisten gesucht. Ärzte, Krankenschwestern, Ingenieure, Handwerker, Verwaltungsspezialisten, Piloten, Mechaniker für Missionsflugzeuge oder Hubschrauber. Und viele Missionsgesellschaften suchen oft händeringend nach solchen Leuten. Und so kann man auch mit einem, ja, in Anführungszeichen, weltlichen Beruf Gott ganz in den Dienst gehen. Wichtig ist immer allerdings, dass wir auf dem Platz sind, wo Gott uns haben möchte. Ja, Mose ist nun ein gebildeter, kräftiger junger Mann, der eine tolle Karriere vor sich hat. Doch nun kommt das zweite einschneidende Ereignis bei Mose. Er sieht, wie das Volk, zu dem er sich ja irgendwie doch noch zugehörig fühlt, brutal unterdrückt wird. Von seinen Volksgenossen wird er verachtet. Ha, Günstling, Halbägypter wird ihm zugerufen. Und das nagt an seiner Seele. Und eines Tages, da entlädt sich der ganze Frust. Ich muss meinen Leuten beweisen, dass ich zu ihnen stehe. Eben in diesem Gewaltakt. Er erschlägt einen ägyptischen Aufseher und er muss fliehen. Nun wird er gezwungenermaßen zu einem Aussteiger. Sein zweiter Lebensabschnitt beginnt auch wiederum ein Teil der Vorbereitung, um den Dienst als Führer eines ganzen Volkes einmal zu tun.
40 Jahre, ja, man kann sagen, mehr als ein halbes Menschenleben in der Wüste. Man denkt vielleicht nutzlos. Nein, Gott führt Mose in die Gegend, in der er später ein ganzes Volk führen soll. Er lernt die Gefahren, die Lebensumstände in der Wüste sehr genau kennen. Wie er vorher ein intimer Kenner des Palastes geworden ist und der Lebensumstände dort, so wird er nun auch genauer Kenner der Wüste. Er weiß, wohin er das Volk führt. Später. Er weiß um Wassermangel, wilde Tiere, Unbilden des Wetters, Überfälle, räuberische Horden und so weiter. Mose, denke ich aber, lernt in dieser Zeit nicht nur die äußere Umgebung kennen, sondern auch sein Inneres, sich selbst. Gott zeigt ihm seine Fehler, seine Mängel, aber, denke ich, auch seine Stärken. Er muss sich im täglichen Lebenskampf bewähren. Er muss sich auch unter jemanden stellen, seinen Schwiegervater, und auf seine Anweisungen eingehen. Am Beginn seines Aufenthaltes, da hatte er keine Ahnung vom Leben in der Wüste. Ein Weitersprung vom vornehmen Ägypter im prächtigen, komfortablen Palast zum Leben eines Hirten, der oft kein Dach über dem Kopf hat. Ja, ich denke, Gott formt sich seine zukünftigen Mitarbeiter präzise und genau passend. Mose als Hirte, ja, später Hirte eines ganzen Volkes. Und wie wir auch schon in der Einleitung hörten von Willi mit dem Psalm, der Herr ist mein Hirte, der Beruf des Hirten kommt in der Bibel immer wieder vor, wenn es um geistliche Führerschaft geht. Ein Hirte haut nicht mit der Faust auf den Tisch, wenn was schief geht. Er verbindet die Wunden. Ein Hirte muss besonders auf schwache Glieder der Herde achten. Er muss dem verirrten Schaf nachgehen. Er muss seine Schafe immer wieder zu neuen Weideplätzen führen. Er muss seine Schafe gegen Angriffe schützen und notfalls verteidigen. Er muss um die Gesundheit seiner Herde besorgt sein. Er muss organisatorisches Talent haben. Und er muss, und ich finde fast, das ist das Wichtigste, seine Herde lieben. Denn wenn er das nicht tut, wird er die anderen Punkte, die ich gerade genannt habe, vielleicht nur halbherzig oder gar nicht beachten. Mose, er hatte in dieser Zeit sicher viel Zeit, über die Situation von seinem Volk nachzudenken. Gehen wir noch einmal zurück zum Ausgangspunkt dieses Lebensabschnitts von Mose, der Tod des Ägypters. Und auch da sehen wir deutlich, dass Gott auch aus unserem Versagen, unseren Fehlern sogar noch Segensspuren für uns selbst und andere machen können. Der Tod des Ägypters, das war ja der Auslöser, dass Mose überhaupt in die Wüste ging. Sonst hätte er diese Gegend nie kennengelernt. Ja, ich denke auch, Gott führt uns manchmal in die Stille. In einen Zustand, eine Situation, die für uns dann wie Wüste aussieht. Das können ganz unterschiedliche Situationen sein oder sogar Lebensabschnitte sein, die uns menschlich überhaupt nicht gefallen. Aber es ist vielleicht manchmal der einzige Weg, dass wir von einem Fehlverhalten wegkommen, das uns schlussendlich von Gott entfernt hätte. Ja, manchmal muss uns einfach Gott aus der Hektik des Alltags unseres Lebens herausnehmen, damit wir uns vielleicht die Frage stellen, wo stehe ich überhaupt jetzt in der Nachfolge Jesu? Wo ist meine Position? Gut, wir stellen uns vielleicht diese Frage auch manchmal in sogenannten normalen Zeiten, aber ist es dann vielleicht doch oft so, dass wir dann doch irgendwie in der Hektik des Alltags an der Oberfläche hängen bleiben und unsere Gedanken doch wieder erfüllt werden mit den alltäglichen Sorgen, Dingen des Alltags. Mose, wie gesagt, hatte sicher viel Zeit in der Wüste über sein Leben nachzudenken. Mögen doch auch wir uns im Alltag Zeit nehmen, stille zu werden. Zeit, mit Gott zu reden, aber, und das ist genauso wichtig, Zeit auch auf Gott zu hören, dass Gott zu uns reden kann, dass wir ihm Zeit einräumen, dass er zu uns reden kann. Zeit, die wir brauchen, auch für die Weiterentwicklung unserer Beziehung zu unserem himmlischen Vater.
Und warten wir doch nicht darauf, dass er einmal buchstäblich die Notbremse zieht in unserem Leben. Dann wird es nämlich schmerzhaft. Bei Mose ist klar, ohne den Aufenthalt, ohne diese lange Zeit in der Wüste, wäre er für diesen Dienst, für den Gott ihn noch brauchen wird, nicht tauglich gewesen. Ja, nun sind 40 Jahre vergangen seit dem Tod des Ägypters. Mose denkt sicherlich nicht daran, als Anführer oder gar als Rebell nach Ägypten zurückzukehren. Doch nun kommt für Mose sicher wie aus heiterem Himmel der dritte gewaltige Einschnitt in sein Leben. Gott spricht zu ihm ganz persönlich. Da war dieser Busch. Sicherlich war er schon oft an diesem Ort gewesen und einen Steppenbrand hatte er auch schon oft erlebt. Er überlegte vielleicht schon, wie er die Herde in Sicherheit bringen könnte, denn Steppenbrände breiten sich sicherlich rasch aus. Doch, erstaunt, da brennt der Busch, aber nur der Busch brennt und er verbrannte nicht. Und nun geht Mose da neugierig heran und da redet Gott ihn aus diesem brennenden Busch an und er bekommt einen Auftrag. Und Mose, er war sicherlich ein ganzer Mann, er hat in 40 Jahren in der Wüste vielen, vielen Gefahren getrotzt. Er war bestimmt alles andere als ein Feigling. Aber dieser Auftrag, den er jetzt bekommt, das war doch eine ganz andere Dimension. Er, der einsame Mann aus der Wüste, sollte zurück in das Zentrum der ägyptischen Macht als Bittsteller. Mose sagt, ich kann das nicht. Dieser Auftrag übersteigt meine Möglichkeiten bei weitem. Gott lässt diese Einwände nicht gelten. Er sagt, ich werde mit dir sein. Und das ist eine gewaltige Zusage. Mose sollte nicht in eigener Autorität, sondern in der Autorität Gottes diesen Auftrag ausführen. Ja, Gott wollte ja das Volk aus Ägypten führen. Mose sollte einfach Gottes Werkzeug sein. Ja, und erst eigentlich, als das Selbstbewusste, das Heldenhafte in der Seele des Mose erloschen war, konnte er Bote dieser göttlichen Sendung werden. Mose, er war mit der Antwort Gottes noch nicht zufrieden. Mose konnte weder vom Pharao, der ihm den Tod geschworen hatte, noch vom Volk etwas erwarten. Ich denke, ohne glaubensvolles Vertrauen auf Gottes Führung ist es nicht möglich, die Erfüllung von Gottes Verheißung überhaupt zu erleben. Und Gott wollte ja weit mehr als die Gaben und Fähigkeiten Moses. Er wollte ihn selbst. Er wollte seine ganze Person. Nicht mit den Gaben, die er nicht hatte, sollte er Gott und dem Volk dienen. Er sollte einfach seine ganze Person Gott zur Verfügung stellen. Das ist Hingabe. Hingabe. Ja, und Gott, er sieht ja die Verzagtheit von Mose und er spricht zu ihm, ich werde dein Mund sein und dich lehren, was du sprechen sollst. Doch Mose, sind immer noch nicht genug. Mose kommt wieder mit einem Einwand. In 2. Mose 4, 13 lesen wir, Mose sagt zu Gott, mein Herr, sende, wen du senden willst. Dann heißt es ja weiter in Vers 14 bis 17, da war der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamme Levi beredt ist? Und siehe, er wird herausgehen, dir entgegen, und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich werde mit deinem und seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden. Er soll dein Mund sein und du sollst sein Gott sein. Und dieser Stab nimm in deine Hand, mit dem du Zeichen tun sollst. Ja, in diesen Worten, Mose, wie er zunächst sagt, kommt die ganze momentane Verzagtheit und Verzweiflung Moses zum Ausdruck. Er sieht sich Aufgaben gegenüber, die über jedes Maß, wie er meint, seiner menschlichen Kraft hinausgehen. Er hat einfach noch nicht ganz erfasst, dass es in der praktischen Durchführung seines Auftrags in erster Linie nicht um ihn geht, sondern um Gott. Mose macht die ganze Aktion zur Rettung seines Volkes zunächst immer noch zu seiner eigenen. Er sieht zunächst nicht die völlige Abhängigkeit vom Handeln Gottes.
Ja, er hat noch nicht das Geheimnis noch nicht erfasst, dass er nur Mittler, nur Mund Gottes und der Prophet für Pharao und sein Volk sein sollte. Nicht aber der Schöpfer der Rettung und Freiheit seines Volkes. Das konnte er nicht. War er völlig unmöglich. Und wie ja, die folgenden Verse gezeigt haben, entbrannte ja der Zorn Gottes über ihm. Aber Gottes Feuer hat Mose nicht verzehrt. Es reinigt ihn von den letzten Schlacken, die ihn hinderten, ein Prophet Gottes und Retter seiner Brüder und Schwestern zu sein. Ich denke oft, die größten Schwierigkeiten bei Aufträgen Gottes liegt oft nicht in den äußeren Umständen, sondern in uns selbst, in den Knechten Gottes. Ist es Gott gelungen, fertig zu werden mit dem Ich, dann ist es ein kleines, mit den anderen Schwierigkeiten fertig zu werden. Als Mose endlich bereit war, den Weg des Dienstes zu gehen, da fand er ja schon die ersten Hindernisse bereits vom Herrn weggeräumt. Gott sagt zu ihm, geh hin und ziehe wieder nach Ägypten, denn die Leute, die sind tot, die nach deinem Leben trachten. Ja, und dann führte Mose das Volk aus Ägypten ins gelobte Land. Ja, Gott ruft zum Dienst, vielleicht zu einer Zeit, die uns überhaupt nicht passt. Ja, Mose hatte sich auch inzwischen angepasst, die Wüste war seine Heimat geworden und nun musste er diese zur Heimat gewordenen Wüste wieder verlassen. Gott, er ruft uns vielleicht auch einmal, die eingefahrenen Gleise zu verlassen oder den Ort, vielleicht auch eine Aufgabe zu verlassen, wo wir uns vielleicht im Lauf der Zeit gut eingerichtet haben. Ist vielleicht für uns dann sehr bequem, auch wenn es eine Aufgabe ist, aber wir haben uns ja gut arrangiert, gut eingerichtet. Aber es kann dann mal in eine andere Richtung gehen. Der Dienst schien für Mose undurchführbar zu sein. Doch Gott wusste ganz genau, was er Mose zumuten konnte. Gott hatte ihn ja erwählt, hatte ihn jahrzehntelang für seine Aufgabe vorbereitet. Ja, es heißt mal im Psalm 68, Gott legt eine Last auf, aber er hilft uns auch. Psalm 68, Vers 20. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes dürfen wir getrost in den Auftrag gehen, den uns Jesus gibt. Er ist als der Auftraggeber ständig mit uns, bei uns. Vielleicht nicht so sichtbar wie damals dort in der Wüste beim Auszug des Volkes Israel, so als Wolken- und Feuersäule, aber doch viel näher in unseren Herzen durch seinen guten Heiligen Geist. Und Gott ist mit uns. Und was kann dann wieder uns sein? Selbst Luther sagte, als er damals vor den Reichstag treten musste, und wenn überall auf den Dächern Worms der Teufel wäre, so gehe ich dorthin. Es ist auch manchmal so, dass wir vielleicht Führungen, die Gott schenkt, nicht verstehen. Es gibt ganz, ganz harte Führungen manchmal für Menschen in ihrem Leben. Ich denke gerade an eine Geschichte, vielleicht kennt der ein oder andere sie noch, von den drei jungen Männern am Himmelhorn bei Oberstdorf. Drei junge Männer. Die Geschichte hat sich in den 50er Jahren zugetragen. Die Familie Krebs betrieb damals und auch heute noch in Oberstdorf ein christliches Freizeitheim. Die drei Söhne waren wirklich treue Nachfolger Jesu, wollten, soweit ich weiß, zumindest teilweise in die Außenmission gehen, auf die Bibelschule gehen. Sie liebten die Berge ihrer Heimat und hatten schon viele schwierige Bergtouren unternommen. Und so waren sie eines Tages mal wieder unterwegs als Dreierseilschaft am Himmelhorn, einem Berg, den sie schon öfters bestiegen hatten, wo eigentlich für sie keine große Schwierigkeit darstellte. Aber an diesem Tag stürzten alle drei tödlich ab. Ich denke, für die gläubigen Eltern ein furchtbares Ereignis. Drei Söhne verloren sie auf einmal. Das war mit Sicherheit ein gewaltiges Ringen der Seelen
die diesen furchtbaren Ereignis folgte. Aber der Vater der drei ließ dann auf den Grabstein schreiben: Ja, Vater. Er hatte sich durchgerungen, zu dieser Geschichte sein Ja zu sagen, zu Gott zu sagen. Er hat es akzeptiert. Ja? Aber was möchte nicht wissen, welche Kämpfe diesem Ja da vorausgegangen sind. Er hatte sich durchgerungen, Gott zu vertrauen, zum Vertrauen, dass Gott keine Fehler macht. Die drei Söhne, sie hatten auch öfters Schriften verteilt, früher sagte man Traktate. Nun haben die Eltern der drei am Grab ein Kästchen aufgestellt mit ebenso kleinen christlichen Schriften. Und auf diesem Kästchen stand: Wir drei bitten dich, nimm und lies. Und viele Friedhofsbesucher kamen dieser Aufforderung nach und nahmen so ein Heftchen mit. Und viele fanden so zu Jesus. Die Jungs waren tot, sie wollten Missionare werden. Sie waren im Tod noch Missionare, muss man sich mal vorstellen. Und es haben sich ungeheuer viele Menschen, sind dadurch zu Jesus gekommen. Ich war selber mal vor vielen Jahren an dem Grab, habe das Kästchen gesehen. Ob es heute noch da ist, der Vater ist nach inzwischen auch schon längst verstorben, weiß ich nicht. Aber, ja, das war für die Eltern bestimmt auch eine göttliche Führung, aber was für eine. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, auch ich habe ja schon eingangs gesagt, wie ich in meinem Leben oft Dinge vielleicht auch nicht verstanden habe, aber Gott hat mich immer wieder hindurchgeführt. Er hat mich hindurchgetragen. Und ganz zum Schluss möchte ich noch einen Liedtext vorlesen, der das auch so sehr schön zeigt. Vielleicht kennt der ein oder andere das Lied noch, früher wurde es öfters mal gesungen. Sag ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut. Manchmal scheint es dir, dass Gottes Segen nicht mehr fließt. Manchmal wird dein Blick getrübt. Oft gelingt dem Feind, dass er die Augen dir verschließt, dafür, dass dein Herr dich liebt. Sag ja. Oft siehst du dich um und möchtest sein wie jedermann, möchtest jagen nach dem Glück. Zweifelnd mühst und quälst du dich und denkst nicht mehr daran, dass der Herr lenkt dein Geschick. Sag ja. Manchmal sorgst du dich, wohin dein Weg dich einmal führt, in der Dunkelheit der Welt. Manchmal fragst du, was aus deinem Leben einmal wird, wenn die Angst dich überfällt. Sag ja. Manchmal will dein Herr, dass du bestimmte Wege gehst. Er braucht Leute so wie dich. Und es fällt dir schwer, weil du die Führung nicht verstehst. Und du fragst: Herr, warum ich? Sag ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut. Sagen wir ja zu seinen Wegen, wenn sie auch manchmal vielleicht für uns nicht leicht sind und Schwierigkeiten bringen. Aber es sind die Wege, die uns zum Ziel bringen. Und das möchten wir ja alle erreichen, das Ziel der himmlischen Heimat, einmal vor ihm zu stehen, von Angesicht zu Angesicht. Das ist mein größter Wunsch. Ja, das Ziel zu erreichen. Und da möchte ich mich immer wieder ausrichten lassen von ihm auf seine Wege. Das, einfach das Ziel fokussiert im Auge zu haben. Das möchte jeder von uns, doch möchte Gott jedem von uns schenken, diese Zielrichtung. Sag ja. Amen. Herr Jesus, hab einfach Dank, dass du uns durch unser Leben führst und leiten willst. Jesus, du rufst uns immer wieder zu, ich möchte dich führen und leiden, Herr, lass uns immer wieder bereit sein, deine Stimme zu hören, auf deine Stimme auch einzugehen. Auch wenn du uns vielleicht einmal einen Weg zeigst, einen Weg führst, der uns überhaupt nicht gefällt. Schenke uns dazu Gnade, wirklich dir zu vertrauen, in allen Dingen, die auf uns zukommen in unserem Leben. Herr, du hast mich so viele, viele Jahre so treu hindurchgeführt, durch Höhen und Tiefen meines Lebens. Ich durfte dich immer wieder erfahren und erleben, und ich bin dir dafür so dankbar. Und Herr, du willst es bei jedem von uns tun. Dir sei Dank, Jesus, dass wir um dein Führen, um dein Leiden wissen dürfen. Amen. Ich möchte jetzt auch noch gleich die Zuschauer des Online-Gottesdienstes verabschieden.
Gottes Segen und seid nächstes Mal wieder dabei oder kommt auch mal hierher live.